Auch gestern sind die Aktienmärkte wieder gestiegen, aufgrund von Zahlen, die ein bisschen, sagen wir mal, unkoscher sind. Aber das ist nicht die einzige Form, wie an den Märkten manipuliert wird. In diesem Video will ich ein bisschen zeigen, was da eigentlich läuft an den Märkten. Starten wir zunächst mal mit dem, was vielleicht das Auffälligste ist, nämlich die sogenannte Asienrampe, wie ich sie bezeichne. Das heißt, da wird in sehr, sehr dünnem Handel, wenn die meisten asiatischen Aktienindizes schon geschlossen haben, so zwischen 7 und 8 Uhr, sehr, sehr gerne deutscher Zeit, wird richtig schön nach oben gekauft. Die Futures werden in dünnster Liquidität nach oben gekauft und wir sehen, dass jetzt im zweiten Quartal 90% des Kursanstiegs in diese Zeit fällt, nämlich in die sogenannte Overnight Session. Aber da, und das lässt sich zeigen, ist es eben eine bestimmte Uhrzeit, ein bestimmtes Zeitintervall, nämlich zwischen 6:20 Uhr, 6:30 Uhr und 8 Uhr, wo die Kurse nach oben gedreht werden. Dann im Kassahandel in den USA an der Wall Street, da passiert gar nicht mehr viel. Da haben wir nur noch minimale Punkte, nicht, ja, so um und bei 50 Punkte von 500. 15 Punkten sind dazugekommen im zweiten Quartal insgesamt. Also wir sehen, das ist ein bisschen seltsam, ein bisschen merkwürdig. Meine Theorie ist, dass man hier im Prinzip Algorithmen hatte, die dann sehen, okay, wir haben bestimmte Kursmuster, nämlich zwischen 6:30 Uhr und 8 Uhr. Da sehen wir, dass die Märkte meistens steigen. Also kaufen wir doch da mal rein. Und das ist sozusagen ein selbstverstärkender Mechanismus, der von amerikanischen Hedgefonds wahrscheinlich mitinitiiert ist oder anderen Playern, die Algorithmen nutzen. Dementsprechend haben wir es hier eigentlich eher mit einem Casino zu tun, mit leicht gezinkten Karten. Dazu gleich mal mehr. Also wir sehen, dass fast alle Gewinne außerbörslich entstehen und in bestimmten Uhrzeiten entstehen. Und das ist sicherlich kein Zufall. Oder es würde mich wundern, wenn es Zufall wäre. Die zweite Methode, wie wunderbar manipuliert wird, das sind die Earnings Estimates, also die Gewinnerwartungen. Jetzt schauen wir uns mal an, dass wir jetzt im zweiten Quartal den historisch jemals größten erzielten Abweichungen von der Erwartung zu Beginn des Quartals hatten. Das heißt, als wir Anfang April das Quartal begonnen hatte, war die Erwartung noch viel, viel höher als derzeit. Denn man hat 37%, um 37% die Erwartungen gesenkt. Das ist das Größte, was jemals FactSet hier verzeichnet hat, dass er die Daten praktisch erhoben hatte. Warum tut man das? Nun, jetzt beginnt ja dann nächste Woche ja so richtig die US-Berichtssaison und dann kann man sagen, guckst du, da haben doch wieder 80% der US-Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Das ist bullish, Aktien kaufen und wir werden dann wieder die Headlines sehen. Ja, die Unternehmen übertreffen die Erwartungen, aber keiner sagt, wie stark eben die Erwartungen vorher gesenkt werden. Also das ist auch ein gezinktes Spiel und man muss sich schon mal überlegen, ob es wirklich ethisch so wirklich anständig ist, wenn man in diesem gezinkten Spiel immer schön zockt und nach oben zockt. Das ist auf jeden Fall nicht weniger anständig oder nicht anständiger als das, was Shortseller machen, die teilweise eben sagen, Leute, da stimmt was nicht, da sind Fehlentwicklungen, die sind praktisch wie, naja, wie Aasgeier, die sozusagen dann auch das Aas wirklich auch beseitigen ein Stück weit. Also das, was schädlich ist, beseitigen und dann eben treten diese Shortseller in Extremsituationen wie Crashes, die wir praktisch ja im März gesehen haben, eben auch als Käufer auf, wer Short ist, muss eindecken und wieder kaufen. Also hier zweite Methode ist sozusagen die Manipulation durch Senkung der Gewinnerwartungen, die man dann ganz entspannt übertreffen kann. Dritte Manipulation ist natürlich die Manipulation der Notenbanken insgesamt. Ray Dalio, der große Hedgefondsmanager, sagt, die Märkte sind nicht mehr frei, das sind eigentlich gar keine Märkte mehr. Das kann man wohl nicht anders sagen. Die Fed sei der Treiber der Märkte und die Bilanzen der Notenbanken würden explodieren. Deswegen sagt Ray Dalio, bleibe gar nichts anderes übrig, als in Gold zu gehen und eben in Aktien zu gehen, das gezinkte Spiel im Prinzip mitzumachen und raus eben aus Anleihen und Cash. Cash ist Trash, hatte Dalio schon im Januar gesagt. Sollte man drüber nachdenken. Die dritte Manipulation, jetzt hier kommen wir mal zu den Daten. Ich hatte gestern ja ein Video dazu gemacht. Man sieht, dass praktisch im günstigsten Zeitpunkt wurden die US-Arbeitsmarktdaten erhoben, die gestern ja veröffentlicht wurden, nämlich in der Woche, als die Corona-Fälle in den USA am niedrigsten waren. Aber jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Wir haben nämlich einen kleinen Widerspruch
zwischen dem, was die US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm Payrolls, gebracht haben und den sogenannten Continuing Claims, den fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe. Nach dem großen Arbeitsmarktbericht, den Non-Farm Payrolls, gab es eine bestimmte Anzahl von Arbeitslosen. Nun gibt es in den USA zwei Modelle. Man kann sozusagen arbeitslos versichert sein oder man ist nicht arbeitslos versichert. Insgesamt sind nur ein Teil der Amerikaner haben eine Arbeitslosenversicherung, haben also einen Anspruch auf Claims, auf Unterstützung durch den Staat, durch staatliche Behörden. Und jetzt zeigt sich, dass es mehr Claims, Jobless Claims gibt von Arbeitslosversicherten, die nur ein Teil eben der Menschen sind, die in den USA jetzt arbeitslos sind, als der Arbeitsmarktbericht Arbeitslose ausweist. Das heißt, das kann nicht stimmen. Wir haben also einen großen Kuchen, das sind alle, die jetzt arbeitslos geworden sind, und einen kleineren Kuchen, das sind die Arbeitslosen, die arbeitslos versichert sind. Und plötzlich soll der große Kuchen, ist kleiner als der kleine Kuchen eigentlich sein sollte, nämlich diese arbeitslosversicherten Arbeitslosen. Bisschen kompliziert, oder? Jedenfalls sehen wir, dass das nicht stimmen kann. Das ist nicht koscher. Da stimmt etwas nicht. Da ist sozusagen eine Berechnungsmethode falsch, oder das Bureau of Labor Statistics, das diese Daten ermittelt, ist stark politisiert, was man selber zugegeben hat. Man hatte ja bei dem Arbeitsmarktbericht aus dem Mai zugegeben, dass die Zahlen nicht ganz stimmen und dass man aber jetzt nicht korrigieren wolle, weil das politische Implikationen habe. Also wir sehen, dass das nicht koscher ist, dass die Daten aus den USA sicherlich inzwischen so ein bisschen China-Charakter haben, vor allem Chinas BIP, was ja gerne gewürfelt wird. Wir sehen insgesamt, dass die Arbeitslosigkeit normalerweise relativ kongruent läuft mit dem S&P 500. Haben wir immer wieder gesehen, dass vor Rezessionen eben die dauerhafte Arbeitslosigkeit steigt, dann fällt der S&P 500. Diesmal steigt die Arbeitslosigkeit massiv, der S&P 500 steigt. Das ist sehr, sehr seltsam. Und wir haben neue Wunderdaten auch aus China, Kaixin-Einkaufsmanager-Indizes, deutlich besser als erwartet. Also in China prosperiert es mit 58 für den Dienstleistungssektor sehr, sehr stark. Aber man darf eben nicht vergessen, dass diese Zahlen immer zum Vormonat sind. Das heißt, es zeigt nur, es geht besser als im Vormonat. Viele Berichte aus China sind dagegen etwas weniger positiv, was die Lage betrifft. Wenig positiv auch die Lage in Sachen Corona in den USA. 56.800, neuer Rekord wohl hier in den USA. Das ist so noch nicht da gewesen. Wir sehen, dass wir im Mai kein einziges Mal in den USA über 30.000 Fällen waren. Jetzt hat allein der Süden der USA 32.830 Fälle. Das heißt, alleine der Süden der USA mit Arizona, mit Texas, Florida etc., der bringt jetzt mehr Fälle auf die Waage, als wir in den ganzen USA im Mai hatten. Wir sehen, dass die Todesrate relativ konstant bleibt, nicht fällt, leicht angestiegen ist jetzt. Wir sehen, dass die Fälle aber schneller steigen als die Tests. Das wird ja immer gesagt, ja, ist doch kein Wunder, wenn getestet wird, dazu gleich mehr, dass dann mehr Fälle entstehen. Texas hat jetzt praktisch angeordnet, dass Masken getragen werden müssen im öffentlichen Leben. Das ist durchaus jetzt etwas Neues. Und wir sehen, dass JP Morgan interessante Daten publiziert, nämlich die haben gesagt, wir sehen ja die Kreditkartenzahlungen vor 3 Wochen bei Restaurantbesuchen, dass wir in diesen Gegenden, wo diese Restaurantbesuche stark gestiegen sind, eben auch die Corona-Zahlen stark gestiegen sind, wahrscheinlich, weil eben die Klimaanlagen, diese Aerosole, zu dieser Verbreitung der Aerosole sorgen, die dann letztendlich zu diesen Corona-Infektionen, vor allem im Süden der USA, wo ja Klimaanlagen praktisch Pflicht sind oder praktisch unumgänglich sind, das dürfte einer der Gründe sein. Donald Trump hat sich geäußert, ja, ist ja nur, weil wir so viel testen, wir sind ja by far natürlich mit Abstand Weltmeister auch im Testen. Man zieht ja immer aus den USA, aus irgendwas, immer gleich einen Weltmeistertitel, das macht Donald Trump auch. Nein, man ist nicht Weltmeister im Testen in Sachen Tests pro 1 Million Einwohner. Nominal ist man natürlich Weltmeister, weil man schlichtweg viel zu groß ist. Aber jedenfalls liegt man in Sachen Tests auf 1 Million Einwohner an Platz 3. Nicht ganz Weltmeister, aber es ist eben nicht so, dass es nur die Tests sind, sondern die Zahl der positiven, der Anteil, der Prozentanteil der positiven Tests nimmt zu. Hier in der oberen Grafik sehen wir das. Ja, es wird mehr getestet, aber die prozentuale
Verteilung der Positivtests nimmt eben auch zu, wie wir hier sehen, genau wie die Corona-Fälle selbst eben auch. Jetzt in die Charts, meine Damen und Herren. Und wir haben hier Le DAX bei 12.633. Gestern die US-Indizes, ja, dann doch ein Teil der Gewinne abgegeben nach der anfänglichen Euphorie über die leichte verdächtigen Arbeitsmarktdaten, um es einmal so zu formulieren. Wir haben Gold bei 1773. Was machen Euro? 1,1236. Crude Oil bei $40,27. Die US-Märkte ja heute geschlossen. US-Futures laufen bis 19 Uhr. Aber es wird dann wieder so eine Art Totentanz werden, wahrscheinlich ab 10:30, 11:00. Da kann man sich dann in Sachen Markt wieder schlafen legen. Ohne die Amerikaner geht es dann doch nicht. Aber die Amerikaner sind Weltmeister darin, wie man hier bestimmte Dinge manipuliert und dafür sorgt, dass wir hier praktisch ein Casino mit gezinkten Karten haben. Hauptsache es merkt keiner, dass die USA ein richtiges Problem haben und eigentlich eine Abstiegsgeschichte erleben, die in den Aktienmärkten aber besser nicht reflektiert werden sollte, weil da viel zu viel Vermögen dran hängt, auch für die Amerikaner. Das soll es erstmal gewesen sein. Heute Abend kein Marktgeflüster. Es macht keinen Sinn, ein Trauerspiel zu kommentieren. Schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich Montag. Bis dann. Servus und ciao.